Ja, dann grüße euch zu Jodenmod 2021, wie ihr hier schon sehen könnt. Ja, diesmal aber kein Testvideo dazu, weil ich mir da schon Videos zu angeguckt habe und dann mir selber ein bisschen das Spiel nochmal selber angeguckt habe. Und ich habe jetzt gesagt, oh, wir zocken jetzt einfach ein paar Runden hier mal ein bisschen wieder. Und natürlich ein bisschen bei Gefechten. Ja, was ist neu dazugekommen? Hier die Earth Coalition. Ich weiß gar nicht, was Coalition jetzt heißt. Vereinigung vielleicht. Ja, Joden Army gibt's nicht mehr. Und, wartet mal. Sith and Eternal ist auch noch dazu gekommen. Also das sind zwei neue Fraktionen, auch wenn das hier ja, so einige Schiffe von der alten Joden Army hat. Ansonsten sind noch ein paar, vielleicht ein paar neuen Features dazu gekommen und Haufen Maps hier. Ja, natürlich jetzt sehr innovative Namen, ne? Kennt man aber schon. Aber sonst, diese Map kennt man zum Beispiel schon. Oder die hier, die habe ich auch schon öfter gespielt. Sonst, ja, noch ein paar neue Sachen sind dazu gekommen. Ich würde mal sagen, wir spielen einfach mal ein bisschen. Ja, man kann leider nicht mehr so viel Geld machen wie früher. Das ist immer ziemlich schade. Ja. Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal das Imperium. Auch wenn ich ein bisschen geguckt habe und man kann Standard-Imperium echt vergessen. Wir machen erstmal auf Mittel, werde ich euch gleich zeigen, warum. Oh, 2 gegen 2. Ganz entspannt hier. Klassisch gegen. Ja, machen wir gegen die Rebellen, dann gucken wir mal ein bisschen. Und ja. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, dass es ja Klonioden-Armee gibt. Was ist eigentlich mit diesen ganzen Heldenschiffen? Das habe ich mich zum Beispiel gefragt, wie zum Beispiel meins. Gibt es leider nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie man die bauen kann. Sonst kann man, konnte man die ja immer bei Joden-Armee Einsatz bauen. bereit. Aber das funktioniert jetzt irgendwie nicht mehr. Ja, Alter, hier sind viele Minen. Also ich kenne die Map hier noch nicht. Station bereit. Was neu gekommen ist hier, man kann jetzt, wenn ihr Joden mal 2015 oder 16, oder ich habe da ziemlich viele Teile davon gezockt. Erinnert, da konnte man ja ziemlich viele Raumstationen bauen. Hier kann man jetzt eine zweite Raumstation bauen. Hier steht dann ja, Select from 50 new factions to play in Multiplayer. Also kann zwischen 15 verschiedenen Fraktionen noch zusätzlich wählen. Da steht Imperium. Da kann man das Galaktische Imperium, was man jetzt spielt, wählen. Das Sith Empire. Das kennen wir auch schon. Die Erste Ordnung und Sith Eternal. Ich weiß nicht, was Eternal heißt. Ja, bei den Rebellen, ja, die könnt ihr da sehen. So, wir Gebäude nehmen das jetzt befestigt. mal und Ausrüstung läuft. rüsten die Feind Raumstation unterstützt. auf und Kurs bauen mal eingegeben. ein paar Minen auf. Orbitalkommando verfügbar. So, jetzt kann man sich halt selber aussuchen, wo man die Raumstation hinmachen möchte. Ich mache die einfach mal ein bisschen besser bei diesen Minen hier hin. Verstärkung unterwegs. So, und jetzt kann man halt hier aussuchen, welche Raumstation man noch zusätzlich haben möchte. Ja, Galaktisches Imperium ist ja ziemlich schwachsinnig, weil wir ja selber Imperium sind. Wir nehmen mal hier die andere neue Gebäude Fraktion. wird errichtet. Zu Konstruktion Befehl. abgeschlossen. Empfange Nachricht. Aufrüstung läuft. So, jetzt kann man, hat man zwei Raumstationen, die man aufrüsten muss. Gebäude wird Interceptor-Geschwader errichtet. meldet sich Sieht wieder man hier vor. vielleicht schon. Meldung wird entschlüsselt. Ja, also Sith Eternal ist so ein bisschen die stärkere Version, glaube ich, vom Imperium. Weil das Standard-Imperium ohne Spezialraumstation kann man echt vergessen. Werde ich euch noch Gebäude zeigen, wird was ich genau damit Sicherheitsfunktion meine. abgeschlossen. Wir brauchen ja Geschwader da in keinen Bereitschaft. Satelliten, wir haben ja jetzt hier die Raumstation. Einsatzbereit. Aufbau hat begonnen. So, übrigens gibt es jetzt was auch Neues, das sieht man auf dieser Karte nicht. Aber das sieht man, glaube ich, hier. Wartet Bestätige. mal. Da mal kurz was gucken. Naja, es gibt jetzt. Ach, zeige ich euch später, zeige ich euch später. Konstruktion Information. abgeschlossen. Erwarte Befehle. Das ist erstmal schon klassisch. Wir können mal versuchen, die Huttner-Asteroiden-Plattform Station bereit. einzunehmen. Einfach um die dann neutral machen. Da können wir nämlich auch spezielle Schiffe bauen. Konstruktion abgeschlossen. Ach ja, der gute alte Bug. Die Raumstation ist neutral, aber schießt trotzdem noch auf unsere Einheit. Und zwar hier, wie ihr schon seht, hier sind diese ganzen Superschiffe. Ich habe ja gesagt Standardschiffe. Das sind ja diese Spezialschiffe. Hier, die kennt man ja schon, das ist ja auch ein Original. Waffenplattform kennt man schon. Und eigentlich kennt man den ganzen anderen Rest ja auch. Ist eigentlich nichts Neues.
Hier das Sovereign kennt man ja aus anderen Mods. Hier die Eclipse. Es wird jetzt noch die Eclipse 2 hier. Ja, der normale Executor hier, der Nemesis, den kennt man ja auch schon. Habe ich schon öfters gesehen. Hier der Emplacement, das ist der Vengeance, glaube ich, genau. Und dann Vengeancer oder so, wie man es ausspricht. Ja, den kennt man ja auch schon. Auch aus Allianz-Mod. Also neu sind die jetzt nicht. Gab es ja auch in anderen Ionen-Mod-Teilen schon. Zu Befehl. So. Ja, hier, wie ihr seht, das ist jetzt alles so Imperium beim normalen Imperium Standard aus. Konnte man die auch schon bauen? Ein Gefecht, glaube ich schon, ja. Empfange Nachricht. Übrigens, die AI macht das hier nicht mit dieser zweiten Raumstation. Nicht, dass ihr euch wundert. Verstanden. Für das Imperium. So, wir brauchen Kohle. Aufrüstung abgeschlossen. Wer ist diesmal das Ziel? So, dass der Teammate rüstet die Raumstation da hinten auf. Also hier kann man das ja sehen. Ist ja auch wie aus dem Original schon. Mal sei es müsste Bomben nicht auf automatisch. Die wollen wir ja selber einsetzen. Nein, 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 die sollen das nicht neutralisieren. So, jetzt lohnt sich das natürlich mehr. Zack. Also das ist krass, ey. Also das habe ich noch nicht gesehen, aber das ist hier, die Seismischwurm ist deutlich stärker als im Originalspiel. Ja, hier Nebulon B-Fregatte kennt man ja hier ein bisschen anders hier, ne? Normalerweise hat sie ja hier hinten noch zwei Laserbatterien und keinen Hangar, aber hat jetzt anscheinend einen Hangar. Also ich habe nicht alle Schiffe gesehen, ich habe nur ein bisschen selber rumgeguckt. Aber wenn wir schon dabei sind, dann können wir mal ein paar davon kaufen und mal gucken, ob die sich stark verändert haben. Ja, okay, da kommen wir nicht durch, die Schilde sind zu stark. Was? Das ging so jetzt da unten hin. Das ist echt übel. Ja, ein bisschen Jäger da. Interessiert das eigentlich keine Sau hier, wenn die draufgehen. Also mein Interceptor. So, gucken wir uns mal kurz die Bewaffnung an. Raketen und hier sind. Ja, Standard. Also die Bewaffnung von Perum ist echt viel Standardzeug. So, machen wir hier den ganzen Kack weg. So, jetzt wird diese Raumstation aufgerüstet, jetzt bekommt sie mehr Bewaffnung. Und hier sind halt so ein paar... Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Die Akklimator, das haben wir ja schon. Wir können mal kaufen, vielleicht sieht er ein bisschen anders aus. Frigate SE, okay. Commander Tretch kenne ich nicht. Also, Assassin Corvette kenne ich irgendwie. Kommt bekannt vor. So, wollen wir die Raumstation kaputt machen? Ja, jetzt ist ja wieder neutralisiert. Ich will mal kurz gucken, wie viel macht das an so einer Korvette Schaden? Lol, war das gerade Han Solo und Chewbacca? Ich habe das gar nicht so schnell gesehen. Ich glaube nicht, ne, ich glaube nicht. Das wäre ziemlich übel. Ah, guck mal, das ist neu. Die schießen jetzt zwei Photon-Torpedos, nicht mehr eins. Darauf, ach, habe ich jetzt sogar, achte ich jetzt so ein bisschen mein Imperium, weil ich das Imperium in letzter Zeit, wenn man das hier guckt, hier klassisch gespielt habe, Galaxieeroberung. Was ist das denn hier? Ist das Event? Nee, ach so, das Interceptor sieht noch ein bisschen anders aus. Wir wollen dann den anderen Akklimator mal sehen. Na, der ist immer noch so kacke wie früher. Ja, das meinte ich auch. Guckt euch mal hier an, das ist das Imperium, schon ein Imperium echt deutlich im Nachteil. Ist die Bewaffnung hier? Ich meine, warte mal, wie teuer ist der? Okay, ist ein bisschen teurer als der Akklimatorkreuzer hier. Aber guckt euch mal den Unterschied von der Bewaffnung hier an. Es ist eigentlich... Okay, der hat keine Raketen, aber die Bewaffnung ist doppelt. Jetzt nehmen wir noch einen Victory-Kreuzer. Du kannst ja mal so ein bisschen vergleichen, das ist jetzt teilweise fast die gleiche Fraktion. Guck mal, hier auch, Standardbewaffnung. Ionenkanone, zwei Turbolaser-Hangar und das war's. Ja, ich lass einfach den DI eine Raumstation aufrüsten und ich rüste einfach eine auf. Ich glaube, das ist eigentlich ganz okay. Wir können mal davon einen bauen. Gucken wir uns mal ein bisschen so die Schiffe an. Ich kenne die meisten Schiffe eh noch nicht.
Ja, auf was hat die gefeuert? Schon unterwegs. Okay. Wollt ihr noch weiter Zeit vergeuden? Ich weiß jetzt nicht, worauf die Ionenkanone gefeuert hat, aber sollte ruhig. Melde mich die Ziel im kritischen Bereich. Die Feuerrate ist auch deutlich höher von den Photon-Torpedos. Na, also schießen die nicht so schnell. Guckt hier bei den Rebellen. Der hat, oh, der hat auch einen Hangar. Okay. Machen wir erstmal eine seismische Bombe hier. Die ganzen X-Wings gehen mir ein bisschen auf den Sack hier. Zack. So, Raumstation ist aufgerüstet. Guck mal hier. Hier ist noch nicht. Hier gucken wir mal. Victory Destroyer MK3. Okay, dann kaufen wir den. Was hat der hier? Human Film, Blown Exegol. Ach, Exegol, okay. Ja, Exegol kennt ihr vielleicht. Von dem neuesten Star Wars Film. Ist ja nochmal Rise of Skywalker, ne? Der war so kacke, dass ich nicht mal mehr den Namen weiß. Guckt euch mal die Stiffe hier an von der Bewaffnung. Da kann man die Standardfraktion echt vergessen. Der hat 3 Bewaffnungen und selbst dieser Akklimator hat mehr. Hier Interdiktor genauso. Ah, da lohnt sich eine seismische Bombe hier. Also finde ich das kacke, dass die Rebellen jetzt auch einen Hangar haben. Empfange Nachricht. Weil das so ein bisschen die Balance von den Rebellen zerstört, finde ich. Weil es war ja der Vorteil vom Imperium gegenüber den Rebellen, dass sie Hangar hatten, aber dafür selber keinen Interceptor bauen konnten. Also keinen Jäger. Und das können die ja. Können die Rebellen jetzt ja beides, während das Imperium das ja in der Galaxierung, glaube ich, nicht mehr kann. Ich habe es noch nicht getestet. Aber theoretisch kann man ja Standard-Jäger. Also man könnte nur die hier bauen, die kann man aber auch im Original bauen. Okay, die 3 hier. Aber Interceptor, TIE Fighter und TIE Bomber kann man nicht bauen. Die kann man nur im Schlund bauen. Der gut, der hier aber TIE Scout ist nicht wirklich gut und TIE Defender halt. Okay. So, dann holen wir mal den Sternzerstörer und hier den MK3 von Victory Kreuzer. So, wir sehen das eigentlich gar nicht so schlecht, so die Raumstation weiter vorne zu setzen. Hier übrigens, genauso hier. Genau die gleiche Bewaffnung. Der Victory LK3 hat deutlich mehr Bewaffnung, auch sogar schwere Turbolaser als ein Sternzerstörer. Und vorne hat er sogar noch diesen besseren. Und die Fähigkeit gab es vorher auch noch. Genauso kurz. Okay. Wo kommen diese Schiffe eigentlich her? Besonders, wo schießen die hin? Ja, aber stimmt, so ein Bug. Verstehe. Ihr benötigt meine Fähigkeit. Wo ist Boba? Ja, mehr so ein Moshpit hier gerade, alles durcheinander. Aber ich will ja wieder meine seismische Bombe abwerfen. So, zack, das war's mit dem ganzen Teil hier. Ich wünsche, es gibt Shortcuts für diese Fähigkeiten. Gibt's leider nicht. Zumindest steht das nicht da drauf. Ich habe die Möglichkeiten ausgelotet. So, ihr seht, die Gegner bauen keine zweite Raumstation. Station bereit. Ich hab ihn. Aufrüstung abgeschlossen. So, Stufe 5, ne? Ah, ist das nicht das Sovereign hier? Ah, nee. Das Sovereign war, glaube ich, was ganz anderes. Star Destroyer. MK3 sogar, der ist deutlich besser. Ja, wir kaufen mal ein bisschen was, wir haben ja das Geld. Und gucken uns mal die Sachen dann ein bisschen an. Ja, die Schiffe können eigentlich ruhig draufgehen, so, also ist mir eigentlich ziemlich Wumpe. Wir wollen uns ja ein bisschen die Schiffe angucken. Ihr seht, die AI hier von den Rebellen nutzt eigentlich auch nur Standardzeug. Wahrscheinlich wird die gleich halt normale Mon Calamari-Kreuzer bauen.
Bauen wir mal den MK3 daneben. Teil war der überhaupt. 5000. Ja, das ist mal Bewaffnung. Guckt euch das mal an hier. Da kann man jetzt sagen, ja gut, ist ein MK3. Aber... Ja gut, das ist ein Held, ne? Ja, ich wollte gerade auf den Preis eingehen, aber ja. So. Guck mal da, der an, die Flammen glitschen so ein bisschen durch die Panzerung hinten. Habe verstanden. Unsere Bilder, wir haben ja gleich schon gewonnen. Also wir sind schon ziemlich nah an der Basis dran. Ja, guckt euch das mal an, wie viel die aushält hier. Wie teuer war der Victory MK3? 3500. Guck mal, nur 100 teurer als der Victory, normale Victory-Kreuzer. Also in Sachen Balance ist das jetzt wirklich nicht so gut gebalanced. Auch wenn du jetzt Zugang zu dieser Raumstation hast, aber in PvP musst du die erstmal upgraden. Ah, wir haben dieses dicke Ding jetzt hier, ne? Ist das nicht eigentlich der Schlachtbild von der ersten Ordnung? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich mein schon, ne? Ja, guckt euch mal die Bewaffnung hiervon an. Hier, 6000. Ja, wie ihr schon seht, so es ist nicht mehr so richtig mit Massenschlacht, ne? So wie in den alten Ionenmortalen, wo gleich so richtig fette Sachen kommen. Ah, hier übrigens, da erstmal das hier. Das ist jetzt hier die Golan-Plattform, kennt man vielleicht aus Allianz-Mod. Da kann man die Schiffe bauen, die man hier auch bauen kann. Falls man keine Hutten, zeige ich euch gleich hier. Ah, wir sind jetzt Stufe 5. Wisst ihr was, wir ziehen uns mal ein bisschen zurück. Wir wollen ja wenigstens ein paar Mon... Achso, wir wollen da ein bisschen, wie heißt es hier? Mon Calamari-Kreuzer mal ein bisschen als Gegner haben. So, ein schönes Stück kalte Pepsi. So, warte mal hier. Jetzt als Vergleich, wir haben hier den Star Destroyer MK3. 5000, normaler Sternzerstörer Imperium, 5000. Hier, guckt euch mal den Unterschied von der Bewaffnung an. Gut, das MK3, ist natürlich klar, dass er deutlich stärker ist. Aber da müsste der normale Sternzerstörer aber auch deutlich billiger sein. Als, Balance, sage ich jetzt mal. Ihr merkt vielleicht schon, ah, genau, hier. Ah, die haben auch eine Golan-Station, genau. Sith-Star, das, ich glaube, der hätte einen Super-Laser sogar, ne? Gucken wir uns gleich mal an. Ja, ihr merkt schon ein bisschen, dass ich mich daran auffeier. Weil ich halt Videos geguckt habe, wo gesagt wird, ja, das ist jetzt nicht mehr so mit diesen ganz übertriebenen Sachen wegen der Balance. Aber die Balance ist ja auch nicht wirklich da. Wer Ionmod gespielt hat, der hat, ich habe auch viel Kommentare bekommen früher, dass die Leute geschrieben haben, dass sie solche Massenschlachten lieben, so mit großen Kampfschiffen einfach hirnlos aufeinander. Das war ja für mich zum Beispiel auch etwas, was Ionmod ausgezeichnet hat. Wenn ich Balance haben will, spiele ich dann hier, Sternzerstörer hier. Den Remake-Mod, der ist ja ziemlich gut und balanciert. Oder, Thorns Revenge damals war eigentlich auch ziemlich gut. Und halt andere Mods, die sehr guter Balance sind. So, hier haben wir jetzt die Golan-Station. Die holen wir uns mal hier hin. Das eine ist jetzt fürs Imperium, das andere ist für die andere. Ja, hier wird schon gesagt, kann man das gleiche bauen wie da, obwohl der hier ist neu. Und man kann ja halt, das war ja vorher auch schon, man konnte jetzt hier Satelliten bauen. Man kann eigentlich noch Minen bauen, aber wir haben glaube ich, nee, man kann gar... Egal, Sensorpod können wir auch bauen, kennen wir schon alles. So, hier haben wir von dem... Ach, hier ist die Eclipse 2. Hier haben wir von der Sith Internal, ich weiß nicht. Was ist das? Eclipse? Empfange Nachricht. Meldung wird entschlüsselt. Das ist doch die Eclipse. Das ist doch Eclipse 2, oder nicht? Station bereit. Hm.
Ja, guck, das ist normale Eclipse, das ist Eclipse 2 eigentlich. Ist teurer. Und hat auch dieses Design von der. Oh, hier kennt ihr noch Imperium SSD. Dieses Ultra-Riesenschiff, ne? Und der Tyrant. Der ist auch cool, den mochte ich schon in Allianz-Mod. Titan kennt man ja schon und all die Gänzer kann man ja auch schon. Eigentlich kennt man die ganzen Schiffe schon, ne? Ich bin verfügbar. Ach ja, und der Scheiß-Bug. Das nervt auch Wie noch. lautet eure Sobald man Anweisung? so eine Raumstation drauf hat und Steuerung A drückt um alle Einheiten, dann kann man das nicht mehr hier sehen. Das finde ich kacke. Verstanden, habe verstanden. Unterwegs zu den Zielkoordinaten. Ah ja, hier haben wir noch. Genau, wie ihr Empfang seht, abgeschlossen. Imperium ist nichts. Also alles noch das gleiche und ohne die Spezial-Golan-Station, um an diese großen Schiffe ranzukommen, kann man Die das Meldung wird entschlüsselt. vergessen. Besonders, das zeige ich euch gleich mal, wenn ihr gegen die neuen Fraktionen spielt, wie gegen Ihre Alte Re Informationen sind Republik oder so, wertvoll. wo die Schiffe übelst starke Bewaffnung haben. Meine Sicht ist versperrt. Ja, welches Schiff zeige ich euch denn Sternenzerstörer jetzt? hier. Komm, den Titan kennen wir ja schon hier. Ne, Tyrant. Wir gucken uns mal den hier an, den Sith-Star Unterwegs zu den Destroyer. Zielkoordinaten. Und holen uns hier den Sensorpod hin. Erscheinung unterwegs. Ja, wie ihr seht, die Rebellen haben keine Chance, weil wir ja ziemlich große Schiffe haben. Also die AI baut ja auch nichts hier an starken Schiffen. Standardsiegelschiff melde dich lieber vor. Also auch den Standardzeug, aber man merkt schon, gegen die AI ist man deutlich OP. Aber die kommt wahrscheinlich gleich mit so einem Blobmann Sternenzerstörer in Kalamari-Kreuzer an. Bereitschaft. Ja, das ist eigentlich ein Star Destroyer mit einem Diese super. Meldung Ah ja, wird genau, das habe ich auch entschlüsselt. gerade gesagt. Ey, das war geil, guck mal auf die Map, wie so eine Wand sind die rausgespawnt. Oh Gott, ich hasse diese Dinger. Ich werde mich um Sie kümmern. Hier so ein super Laser. Auch nichts Besonderes. Volle Kraft. Also damals waren die ja noch sehr stark. Sie. Was haben wir noch hier? Ah ne. Das haben wir Einsatzbereit. schon alles gesehen. Kommen wir nochmal Prioritäten hier. für mich. Station bereit. Acht Einheit nur. Nur 8 für so ein Riesenteil. Sternenzerstörer hier. Ja, Commander. Echt. Melde mich. Ich würde das mal. Jetzt kann ich meine Schiffe nicht opfern da. Panzer meldet Du sich. kannst drauf gehen, weil ich kann jetzt Jägerkörper nicht sehen, wo haben die sind, Geduld. nur mit der Ja, Minimap. Sir. Beginne Angriff. Ja, hier, wie ihr seht, Rebellen bauen eigentlich nur ihr Standardzeug. Kann ich euch dienen, mein Gebieter? Eure Verstärkung. Ja, kann ich leider nicht holen. Erwarte Dafür Befehle. müssten die Schiffe drauf gehen, die ich hier habe. Attackieren. Aber dadurch, dass meine Schiffe deutlich stärker sind als die Schilde vom Erwarte von Ihre den Befehle. Rebellen, wird das natürlich erstmal wahrscheinlich nicht geschehen. Ich muss sagen, grafiktechnisch ist das jetzt auch nicht so gut geworden, ne? Erwarte Ihre Anweisungen. Diese Torpedowerfer Also müssen Yoden abgeschossen 2018, der letzten Patch-Version, die ich davon hatte, da war werden. grafisch schon irgendwie mehr drin. Kanonenfeuer auf Ihre Laserbatterien. Euer Befehl, Sir? Commander? Boah. Haben wir Einsatzbereit. noch hier so? General Pride. Ja, hier Dark Lord Sidious. Admiral Grievous. Ah, die meisten kenne ich hiervon Wir gar nicht. Sind haben die bestimmt Ion-Kanonen verloren. aus den Canon oder aus der Station bereit. Legacy oder aus den Befehl Büchern. Mission. Ah ja, alles nicht gesehen. Ich nehme an, ihr braucht meine Hilfe. Ich habe nur diese ganzen Videos Wenn ihr gesehen, die ihr das Ding vielleicht kennt, losschaltet, die werde so ein ich bisschen darüber vorfahren. sprechen, wie hier, Befehl wie heißt es nochmal, vorgeladen. Befehl fertig. Star Wars Ihre Basics Aufmerksamkeit oder wurde so. ausgeschaltet. Sowas hat man sich halt mal angeguckt, wenn man ein Befehl bisschen Geschichte ausgeführt. hören wollte. Sie schalte ich aus. Bewegung. Roger, Guck mal bestätigt. hier, ich will schon Befehl meine abgeschafft. Schiffe opfern, es funktioniert einfach nicht. Hier, wie ihr seht, die AI vom Imperium baut auch nichts hier von der zweiten Admiralkommando Raumstation. verfügbar. Das Lustige ist, die rüstet zwar die Befehl Raumstation auf, aber baut nichts ausgeführt. daraus. Ah, und es gibt auch Verstärkung kein hinzugefügt. Panzerungs-Upgrade mehr bei dem Zu Befehl. Imperium. Ja, Commander. Gehe auf Abfallkurs. Waffen bereit. Wir sind unterwegs. Erwarte Befehle, Sir. Kann Flügel einklappen? Wie soll das denn gehen? Bei TIE Fighter, wie sollen denn da die Flügel eingeklappt werden? What the fuck? Ich habe erst gedacht, das wäre die Unverwundbarkeitsfähigkeit. Das war ja schon immer so, dass sie die hatten. Auch in anderen Mods, aber Eigeschwader in Flügel Bereitschaft. einklappen? Bereit. Empfange Nachricht. Naja, die gute alte Standardraumstation. Ich finde das immer so lustig, so.
Man denkt so, okay, hier ist die Raumstation, die wird ausgebaut. Nee, da hast du so ein komisches Gewirre, was so hin und her geht. Alle anderen Raumstationen haben so bei den Rebellen, dass sie einfach größer werden und die wird hier einfach so länger. Also so hin und her. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Aber die Raumstation hat mehr Reichweite. Weil hier ist ja eigentlich der Raumstationszähler. Also hier, wo die normale Reichweite ist. Aber die Kanonen hier können weiterschießen, wenn die Ziele hier hinten sind. Also das ist ein bisschen Vorteil vom Imperium. Ja, machen wir jetzt ein bisschen hin und machen mal die Raumstation hier kaputt. Und dann machen wir weiter. Gucken wir uns mal eine andere Fraktion an. Meldung wird entschlüsselt. Ja, kann man mal machen, ne? Übrigens gegen diese MC-30, in der Kampagne sind die auch ein guter Konter, die Hyper-V-Geschütze. Einsatzbereit. Ja, hier, ja, ist ja das gleiche. Die sind ziemlich gut gegen die MC-30. Wenn die gerade fliegen, schießt das ja in den Lauf von denen. Und dann kannst du mit einem Schuss eins zerstören. Wenn du davon zwei auf dem Boden hast, laden die so schnell nach. Da kann man echt große Massen schnell mit kontern. Nur so, aber wir haben ja eh sein Konsortium gespielt, die haben wir das nicht. Station bereit. Ja. War damals ein bisschen stärker. Ich weiß auch damals, auch vielleicht hat man einfach die Raumstation gebaut, ganz halt gewartet, hat einfach diese Kacke gespammt, bis die gegnerische Raumstation kaputt ist. Bin ich der Einzige, der das gemacht hat? Das war immer ganz lustig. Mich wundert, dass sie keine Mon Calamari-Kreuzer bauen. Also nicht mal die Standard-Mon Calamari-Kreuzer. Na gut, kein Geld mehr, wir haben alle Minen. Alter, guck mal an, wie viel Geld wir kriegen. Wir kriegen in 5 Sekunden oder so 1000 Credits. Ja, bewegt ihr euch mal dahin? Oh, da, ich wünschte, das wäre vorhin von mir. Dann könnte ich jetzt noch ein Schiff spawnen. Ja, okay. Ich dachte, das wäre was Besonderes, ist aber auch Standard Imperium. Ist da ein MC-30? Jetzt kann ich euch was zeigen. Ah, der dreht, schade. Wenn er sich nicht dreht, kann man damit mit einem Treffer das Teil zerstören. Das ist ein guter Konter. Aber das hat jetzt so einen Bogen geschlagen. Oh, Boba lebt ja noch. Was war das denn? Habt ihr das gerade gesehen? Splittergranaten sind nicht explodiert. Ist ja witzig. Ja. Ah, doch, da sind meine Mon Calamari-Kreuzer. Aber wie ihr seht, auch Standard, außer dass sie einen Hangar haben. Kommt was aus dem Hangar überhaupt raus? Ich glaube schon, ne? Ja. Ach so. Ja, das ist gar nicht das Hyper-V-Geschütz. Was wollt ihr? Na, ich hasse dieses Gespam mit den Kackdingern. Ah, komm, wisst ihr was? Wir hören jetzt auf. Das dauert mir zu lange hier. So, ihr seht nur Standardzeug, was sie gebaut haben. So, dann gucken wir uns jetzt mal eine andere Fraktion an. Die haben wir ja schon gesehen. Lexan-Piraten, Hutkartell? Gucken wir mal. 2, 2. Ich weiß gar nicht, ob Black Sun, Black Sun schon mal gespielt. Black Sun und wir spielen hier, komm, gegen. Ja, ich mache Augen zu. Ich nehme das, wo ich angehalten habe. Huttenkartell, okay. Huttenkartell habe ich schon mal gespielt. So, wir nehmen eine andere Map. Hoffentlich eine, wo ich das euch zeigen wollte. Was auch neu dazu gekommen ist. Mal gerade gucken hier. Ich habe eine davon letztens gespielt. Haben wir die gerade gespielt? Ja, die hatten wir gerade gespielt. Das könnte das sein. Also nicht die Karte, die ich letztes Mal gespielt habe, aber es könnte das auch sein, was ich euch zeigen wollte. Was hier auch neu dazu gekommen ist. Ja, genau. Wenn ihr euch noch damals erinnert, da gab es ja auch immer so Sternzerstörer, die waren einfach da als Dekoration.
Die schießen übrigens hier. Die sind feindselig gegen alle Einheiten. Das sind so. Boah, kennt ihr Warcraft 3? So, Mobs, also die man farmen kann, um an Geld oder so zu kommen. So ist das mit denen hier auch. So, ihr seht, die haben keine Raumstation, das haben nur die Standardfraktionen. Also Imperium, Rebellen und das Zen-Konsortium. Ja, das meinte ich. Hört ihr vielleicht schon die Schüsse? Da, jetzt seht ihr es da. Sind feindselig gerichtet. Wir brauchen erstmal Geld. Ich weiß nicht, warum die AI unbedingt gleich den Sternzerstörer das zerstören will. Ah, doch, ich habe schon mal das gespielt. Hier. Auch Standardzeug. Interceptor 4 hier. Warum auch immer Jar Jar Binks beim Black Sun ist und hier den alten Weltervassator, also den Weltenvernichter. Dann kennt man ja auch schon. Gab es übrigens ja auch früher einen Helden von Amanda Fox oder wie die nochmal heißt. Oder die eine. Nee, warte, wie hieß sie nochmal? Ah, ich weiß nicht, wie der hieß. Die hat aber Allianzmut gemacht. Die hatte auch ihren Held. Ja, wie ich schon gesagt hatte, ne? Feindselig. Jetzt geht für den natürlich auch. Oh, die schießen auch meine. Ja. Supersternzerstörer waren jetzt noch nie so krass gegen feindliche Jäger. Eigentlich wollte ich ja auch zu der Mine. So, das kennen wir auch schon hier. Das hatte ja auch hier. Diese Squadrons hatten ja dann auch Jodenarmee hier. Die hier zum Beispiel, da habe ich immer gerne gebaut. Aber haben sie jetzt nicht mehr. Ja, hol mal Jar Jar Binks einfach mal so aus Spaß. Okay, ich hatte gerade Angst, der Supersternzerstörer will meine Mine direkt zerstören, aber scheint alles gut zu sein. Aber ich weiß gar nicht, wird die Hutten-Asteroiden-Station größer? Da kommt jetzt das Level 2. Teammate rüstet gerade auf, achten wir gleich mal drauf. Hier haben wir Jar Jar Binks. Hey, hallo da. Oh, der hat einen, wie heißt dieser? So ein Nimbus. Oh, so ein Fighter von Naboo, so. Seismische. Ja, aber ist nicht so stark wie von Boba. Ja, er ist auch nicht so krass. Hier Interceptor 4 natürlich deutlich stärker als der normale, also deutlich besser bewaffnet. So, wir brauchen Geld, deshalb rüsten wir erstmal weiter die Mine auf. Ja, sonst haben wir eigentlich nichts Geiles an Schiffen gerade. Warten wir ein bisschen. Wie soll das eigentlich gehen? Na egal. Sei ja auch was hing? Hatte ich mir eher gedacht, dass die bei der Konföderation ist. Also, bei den Druiden, so, Mann. Separatisten. Ja. Ist natürlich dumm, jetzt hier gegen Supersternzerstörer zu stehen mit dem Interceptor 4, aber ist eigentlich egal. Kann ruhig drauf gehen, wir wollten uns dann ja eh nur angucken. Eigentlich könnten wir mal hier hochgehen, einfach ein paar Minen einnehmen. Hier, warum nicht? So, mehr Geld. Ach, hier war auch eine Mine, habe ich gar nicht gesehen. Kannst du die Mine hier einnehmen? Die wird nur größer, aber Bewaffnung passiert, kommt da nichts dazu. Also Black Sun Piraten ist jetzt eigentlich kaum was. Nochmal der hier. Pirat Super Regatte, okay. Verstärkungen verfügbar. Volltreffer, den können wir vergessen. So, bauen wir jetzt erstmal hier wieder eine Mine aus. Ja, wenn hier keiner hingeht, schnappen wir uns den Spot hier. Die hauen sich ja hier mit dem Supersternzerstörer. Oh, du lebst noch. Okay, jetzt. Ja, ist eigentlich Interceptor 4 mit einem mit immer unterschiedlichen Bewaffnungen. Hallo, komm mal ran hier. Ist das normale Ionenkanone? Ja.
Zumindest steht das da. Ja, einfach gemütlich hier die Minen aufbauen. Scheint ja keinen jetzt zu stören. Ist das? Normaler, ja, normaler Sensorpod. Gut. So, guck mal. Bis jetzt haben die nichts wirklich Geiles. Also, Black Sun Piraten hatten eigentlich oft immer coole Sachen, aber hier. Eigentlich nur langweiliger Standardkack. Zumindest bis jetzt. Ja, und hier halt nur den. Das ist das Einzige, was hier krass ist, aber. World of Stator ist jetzt aber nicht so cool. Hier ist irgendwie. Halbe Web ist leer, aber hier ist nur der Moshpit bei dem Supersternzerstörer. Irgendwie ganz lustig. Konstruktion abgeschlossen. Ja, withstanding significant attacks, ja. Junge, die ist Standard, die Raumstation bis jetzt, das ist nicht mal neue Bewaffnung. Aber können wir gleich mal gucken, ob da was Neues noch dazu kommt. Die wird einfach nur größer. Oh, T-Mat macht das jetzt, okay. Ja, hier, das ist der hier auch ist wahrscheinlich, ne? Also nur Interceptor 4? Ach so, Leute, ich dachte erst irgendwie hier zwischen den roten Teilen. Oh Leute, ich habe diese Fregatten verloren hier. Die hier ganz Anti-Cruiser. Ja, hier genau das gleiche wie vorhin auch schon. Wie der hier. Jetzt geht die KI auf den anderen Supersternzerstörer. Was haben die eigentlich für eine Raumstation? Geh mal hier hin, ich will mal gucken. Der hier ist echt kacke, wenn er sich bewegen würde, wird er wahrscheinlich sehr schnell kaputt gehen. Ach guck mal, die haben sogar die gleiche Raumstation. Mit gleicher Bewaffnung. Stufe 4. Also die Fraktion ist hier echt sehr spärlich, nennt man das, ne? Gucken wir noch, was bei Raumstation Stufe 5 kommt. Bestimmt noch eine, lass mich raten, noch eine Interceptor 4 mit mehr Bewaffnung. Okay. Ich weiß noch nicht, wo du hier gehst. Aber naja. Oh, komm mal her, ja. Habt ihr das gerade gesehen? Aber wenn das kein Treffer war, dann weiß ich auch nicht mehr. Das war ja gerade mega geil. Das ist wie in Company of Heroes, wenn man so einen richtig üblen Treffer in so einem Block macht. Dann einfach alles tot ist. So befriedigend war das gerade. Ja, 57%. Übrigens, ich habe mir vor einer Zeit mal mir mal angeguckt, wie Leute Tournament spielen, also Wettkämpfe. Also richtig um Preiskennen sowas. Die spielen eigentlich fast nur mit Raumstation Stufe 1 und mit Jägern und Bombern, also. Ja. Aber kann mir vorstellen, dass so ist, aber ich fand das echt langweilig zum Zugucken. Nicht irgendwie mal. Nicht krasse Kombis, sondern immer nur Jäger und vielleicht mal ab und zu mal eine Korvette oder so. Aber sonst. Sehr enttäuschend. Also normalerweise zum Beispiel aus, wenn man jetzt zum Beispiel Command & Conquer guckt, Tournaments, da sind ja richtig krasse Schlachten teilweise dabei, aber hier, bei Star Wars. Eher langweilig. Ah, ich hätte mal Bodenkampf gucken müssen, aber es gibt glaube ich gar kein Bodenkampf-Tournament. Guck mal, seit wir den Hutten ihre Jäger über Macht genommen haben, machen die irgendwie gar nichts mehr. Wow, ah ne, wir sind noch gar nicht Stufe 5. Tja, aber kann man auch schon. Den gab es ja vorher auch schon, diese Fregatte. Hat sich auch nichts gerne. Oh, was haben wir denn hier? Jetzt ist noch mal ein bisschen was mehr dazu gekommen.
Ja, der Blockzerkreuzer kennt man, der ist jetzt auch nicht geil. Das Einzige, was eins gut ist, der Botancruiser. Die Wexan-Piraten haben nicht mal ihren Dings da hier. Wie heißen diese Schlachtschiff? Protector oder so? Projector? Diese mit dem, mit diesem Superschuss vorne, die wir in der Galaxierung gespielt haben, ist ja traurig. Einheit wird produziert. Ja, guck mal, ist den Botankreuzer an, dann. Können wir uns mal eine Bodenschlacht angucken, vielleicht, ne, oder? Ja, Standardzeug. Wir gucken noch eine Raumschlacht, dann gucken wir mal ein bisschen Bodenkampf rein. Oh, was kann man denn noch gucken für eine Fraktion hier? Buh, die haben wir beide gerade gesehen. Mandalore. Konsortium. Wir können ja mal so eine Fraktion mit Konsortium angucken. Warte mal, was Konsortium konnte. Ach, Konsortium kann eh nur diese drei Fraktionen holen. Können wir gucken mal in den Widerstand rein. Und dann gegen First Order. Also gegen die erste Ordnung. Widerstand. Erste Ordnung. Eine andere Map. Ah, das war die Karte, die ich einmal gespielt habe. Hier, wie ihr seht, das, hier sind ganz viele kleine Schiffe, so Sternzerstörer oder Mon Calamari-Kreuzer. Ich will aber was mit ein bisschen Minen. Nehmen wir mal das hier. Passt schon. Maximales Geld und wir machen einfach Raumstation vernichten. Ist jetzt eigentlich egal, wir machen ja die Gefechte eh nicht zu Ende. Wir gucken uns ja ein bisschen um, ein bisschen kämpfen und dann. Geschwader hier. Wir greifen Ich hab gedacht, hier wären mehr Minen. Ja, auch Raumstation Standard in von Bereitschaft. Rebellen, aber wir spielen ja den Geänderte Widerstand. Kurs. Bereit für Befehle. Gab es in Yoden 2018 mehr verschiedene Raumstationen? Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf. Melde mich wie befohlen. Unterwegs. Aber wir hätten auch Warnung, Rebellen Piraten. spielen können, dann hätten Drohung wir begonnen. diese als zweite sekundäre Raumstation nehmen Erwarte können. Befehle. Aber dann hat man ja nur diesen, macht die AI ja nur diesen Standardkram. Konstruktion Ihr habt mich abgeschlossen. gerufen, Na, wir gehen mal hier Sir. hinten hin. Optischen Scan. Dieser Nebel stört unsere Scanner. Signalkommando verfügbar. Und die haben nicht mehr ihre Schildverbesserung. Man kann also echt nur noch seine Feuerkraft verbessern. Ist das normaler? T70. Stark gegen Starkler Base. Alles klar, Junge. Du kommst nicht mal durch die Schilde durch. Roger, bestätigt. Schaltet auf optischen Scan. Dieser Nebel stört unsere Scanner. So. Kommunikation wurde aufgerüstet. Nebel und C kann ich auch schon. Millennium-Falken, ach so mit Ray. Na. Erwarte Befehle. Ich mag Ray nicht so wirklich gerne. Aufrüstung abgeschlossen. Nebulon B-Fregatte hier. Du bist kein Nebulon B, du bist Nebulon C. Holt eure Verstärkung. Koordinaten empfangen. Aber es sieht überhaupt kein bisschen aus wie eine Nebulon-Fregatte. Fregatte hier. Auch mit Hangar. Nebulon B-Fregatte hier. Und ja, ihr rüstet Raumstation aus. Ey, dann können wir das Geld aufrüsten. Ach so, wir sind schon auf Stufe 2. Irgendwie noch Feind, kein Feindkontakt, ne? Ah, hier gibt's auch keine. Ah, doch, hier in der Mitte. Da habe ich gar nicht gesehen. Können wir mal hier hingehen? Haben wir ein bisschen Action? Ah, da sind doch mal ein paar Gegner. Was für eine Raumstation? Ach so, der Schwerkraftgenerator. Ach komm. Warum nicht? Ist ja jetzt eigentlich egal. Hier der Akklimator. Auch der bessere Akklimator als vom Standard-Imperium. Oh, dieser scheiß Schwerkraftgenerator. Da. Ja, holen wir nochmals einen davon. Ja, sieht halt standard. Sieht halt wieder normale Millennium Falcon standardmäßig aus.
so, das der Marterkreuzer. Nein, ich wollte hier drauf. Komm ran hier. Ach, guck mal, das Kylo. So sieht's aus. 88% fertig. Oh shit. Hey, schieß doch mit deinen Raketen, Mann. Endlich. Was haben wir hier? Prototype. Lando MC40 kennt man ja, kenne ich zumindest. Da ist noch ein Akklimator. Wir sind also hier Bewaffnung. Drehen sich hier Geschütze um? Das ist cool, das mag ich. Was sind das überhaupt für Geschütze? Aber einfach so Turbolaser-Batterien. Das finde ich mal cool, wenn die Geschütze sich mitdrehen. Eigentlich müsste ich mir jetzt den Arm abreißen, dass ich dieses Kackschiff spiele, weil ich hasse dieses Schiff. Ja, das ist ganz normal, warum steht da, warum heißt der Prototype, wenn er genau das gleiche MC-30 ist wie vorher auch. Ich hasse diese Dinger, ne? Ich finde die richtig overpowered. Die sind schnell. Eigentlich haben die halt schwäche Bomber. Aber du könntest einfach hier Splitterbombe machen, das war's. Oder die Clusterbombe. Und das war's dann. Dann war's das mit allen Bombern darum. Von daher finde ich die richtig overpowered, die Dinger. Das Einzige, was gut gegen die hilft, ist Interdiktor. Oder den, vom Zen-Konsortium. Ich weiß nicht, wie der heißt. Aber der mit dem Massentreiber an den Seiten. So, haben wir noch den MC3, MC40 ist das. Was dauert alles so lange, Mann? Ich bin so ungeduldig. Warum drehst du dich weg? Ich sag, jetzt soll den Victory-Kreuzer angreifen. Erstmal umdrehen. Scheiße, nicht gedrückt. Lol. Die verbuggt oder was? Ich hab gerade gesehen, ich hatte Splitterbomben geworfen, die sind nicht explodiert. Wo ist Wade, Sackgesicht? Komm ran hier, mach mal ein bisschen was hier. Im Film hättest du alles schon, hättest du den ganzen Schlachtfeld schon zerstört. Junge, die ist ja richtig stark hier, das Kackteil. Guckt euch das mal an, wie schnell die Waffenslots kaputt geht. Ja, MC40, kennt man ja von Allianzmut vor allem. Von den Alten. Aber das ist Victory-Kreuzer. Guckt euch mal an, wie der bewaffnet ist. Das ist Victory-Kreuzer-Bewaffnung. Und ich sag Kackteil vom Imperium. Hier ist sogar ein normaler Victory-Kreuzer. Ist zwar MK2, aber hat irgendwie tausendmal mehr Bewaffnung als der normale. Ah, hier, das war ja auch schon ein dummer Alter. Aber haben wir ja schon gesehen. Was haben wir noch hier? B-Wing-Squadron noch so standmäßig. Oh, mein Calamari-Kreuzer. Ja, dann mäßiger Mon Kamari-Kreuzer kennt man ja, ne? Wahrscheinlich wird das 1000 Waffenplätze haben. Ja, kennt man ja. Aber warte, ich wollte ja, wenn wir gerade hier sind, nimm mal die Asteroiden-Plattform hier ein. Wurde aufgerüstet. Ich glaube, sie sind jetzt 4, ne? Müssten, glaube ich, 4 sein. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal, der MC-104. Kennt den jemand? Ist ja cool. Ja, sonst hier Nebulon ist da. Nee. War es nicht der Nebulon? Mediator kennt man ja jetzt. Der MC-80B, hier ist MC-80A. Warte, ich guck nicht drauf. Wie hieß der? Ich weiß es nicht mehr. Oh lol, ich kann es doch gar nicht mehr gucken. Wow, toll. Jetzt, wo ich wissen wollte, wie, was das für ein Schiff war, ist natürlich weg. Nein! Alles klar, Junge. Meine 10.000 Credits sind weg gewesen, Alter, weil die Plattform neutralisiert wurde. Ne, 12.000. Ja, wow. Danke, Spiel. Das lebt ja immer noch. Irgendwie buggy das Teil, ne? Ja, ich lasse die Einheiten einfach sterben. Wir wollen ja gleich ein bisschen andere Sachen sehen. Wollen wir mal den MC-80B ist das, glaube ich, ne?
Nee, das normale MC-80. Oder hier, Liberty. Aber der hat schon mal mehr Bewaffnung hier. Mit Hangar sogar. Aber das hatte der andere von den Rebellen auch. Zwei Antriebe. Ja, guck mal, die Schilde gehen nur oberhalb vom Schiff. Die gehen gar nicht unterhalb auch. So, das dauert noch. Ja, der lebt immer noch. Irgendwie sind die, ist die erste Ordnung gerade überfordert mit gegen drei Schiffe. Ja, wieso bauen die denn nur Akklimatorkreuzer? Mal gucken, was sie für eine Raumstationsstufe haben bis jetzt. Weil Geld müssten die haben, die haben drei Minen. Wir haben vier. Ne, die haben sogar eine mehr, die haben vier, wir haben drei. Ja, Stufe 4. Sieht übrigens cool aus, die Raumstation, ne? Was war das denn, Ray? Die Raumstation ist noch nicht explodiert. Was ist los mit dir? Heute nicht dein Tag oder was? Also im Film wäre die Raumstation jetzt explodiert. Ja, ich übertreib's, glaube ich. Junge, wie viel Akklimatorkreuzer willst du bauen? Oh, was haben wir denn da? Das ist was Großes. Ah, hier, Hox, ne? Ja, genau. Na, geh mal da drauf. Komm los, hier, mach kaputt. Du machst doch sonst alle Schlachtschiffe so schnell kaputt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, diese Tussi ist... Alter, sie teuer! Da bin ich mal gespannt, was die für ein Schiff hat, wenn es schon so teuer ist. Ja, Hox hat ja schon seine Schilde verloren, das ging ja schnell. Gegen so Billo-Schiffen. So, holen wir mal die Golan-Station rein. Holen wir mal die hier hin, da kann die Mine ein bisschen beschützen. Ja, Raumstation aus dem Orbit. Den will ich gleich auch mal gucken, ja. Ah, hier ist der Dauntless. Was haben du für ein Schiff? Sieht aus wie der Weißkorn, nur ein klein, ne? Selbstzerstörung. Ach ja. Ja, es weiß kaum nur ein kleiner. So, würde ich noch gern den hier sehen. Den habe ich seit Allianzmod nicht mehr gesehen. Ewig, ja. Er muss eigentlich die Fähigkeit, dass ich Schiffe rammen kann. ja. Oh, du lebst noch. Aber er ist gleich tot. Lol, er hat echt gegen so ein paar Billo-Schiffe verloren. Hux, ey. Ach du Scheiße, Hux. Mann. So, den hätten wir ja schon viel früher gesehen, aber es ist ja einfach verschwunden, das Schiff. Lol, habt ihr das gerade gesehen? Das Schiff ist ein bisschen gedriftet. Das sieht so komisch aus. Der Antrieb ist... Alter, ja. Tut dir richtig in den Augen weh. Na, bin mal gespannt. Zeig mal, was du drauf hast. Aber jetzt bin ich gespannt. Ist gar nicht so groß hier. Ich glaube, der ist aber auch neu. Den gab es in anderen Ionenmod noch nicht. Der gute alte MC-104. Ah, da muss ich gerade an mein erstes Let's Play denken. Dafür davon auch ein paar zerstört, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, du kannst Sturm. Ach ja, wer kennt den noch? Aber der war früher, glaube ich, blau, ne?
Ja gut, dann können wir uns erstmal ein bisschen Bodenschlacht an. Nehmen wir jetzt, habe ich schon auch bald schon eine Stunde auf. Boden. Hier habe ich noch gar nicht die Bodenschlachtkarten angeguckt. Was haben wir denn hier so? Ach, viele Filmkarten, ne? Ah, hier ist doch hier, wie heißt der hier? Ich weiß gar nicht, wie der Planet heißt. Ach, mit diesem Palast in der Mitte. Gibt's auch in Battlefront. Starkiller. Kamino ist das, glaube ich, ne? Kenne ich auch schon hier. Geonosis, so. Das ist, glaube ich, Tatooine. Das ist Naboo. Das hier war, glaube ich, Earth, ne? Die Karte ist, glaube ich, Earth oder so. Ah, hier Herr der Ringe. Minas Tirith. Das ist, glaube ich, Helm's Klamm. Ist das Isengard? Nee, das ist, glaube ich, hier Minas Morgul, das, boah, wie ist denn der Turm von Sauron? Barak-Dur oder so? Nee. Ich weiß nicht, wie der Turm von Sauron heißt. Ach, das sind Zombie-Karten. Das war schon. Ja, wir nehmen mal hier. Was ist denn diese Kamino-Karte da? Die würde ich mal gerne sehen. Nehmen wir. Boah, ich hab keine Ahnung. Separatisten. Dann gegen Galaktische Republik. Ja, schön Standard. Passt ja. Und dann schauen wir mal hier rein. Natürlich maximales Geld. Once peaceful optional can myself. Aber das ist doch gar nicht Alderaan. Land Battle Alderaan im Asteroidenfeld. Ja, die meisten Gebäude kenne ich hier schon aus anderen Mods. So früh schon? Heftig. Oh lol, das ist ja cool, dass man die hier oben drauf baut. Ist ja witzig. Die Landezone ist direkt im Schild, wenn aber auch interessant. Konstruktion abgeschlossen. Ist eigentlich eine coole Kamino-Karte, ne? Konstruktion abgeschlossen. Ja, normale B1-Druiden kennt man ja. Wir versuchen mal hier. Ich weiß nicht, ob ich. Ne, wir gehen mal dahin. Da geht der DAI gerade eh weg. Chameleon, die kenne ich. Wo kenne ich aus diesem einen PS-Spiel da? PSP-Spiel. Ich weiß gar nicht, wer ist Republikhelden oder so, ne? Fahrzeug wird produziert. Standardmäßig hier ATs, ne? Schön hier standardmäßig, kennt man ja schon. Schöne Panzer. Da ist die Republik. Aufrüstung abgeschlossen. Ich dachte gerade, die laufen nur aneinander vorbei. Brigade in Bereitschaft. Wir sollten mal hier eine Flak bauen. Geschützturm wird gebaut. Man weiß ja nicht, ob da gleich Jäger oder so ankommen. Geschützturm wird gebaut. Oh, hier ist ein Turbolaser-Turm. Konstruktion abgeschlossen. Brigade in Bereitschaft. Oh, die reden jetzt aber nicht die ganze Zeit, ne? Oh, das geht mir auf den, das geht mir auf den Sack jetzt schon. Nur 7 Verstärkungsplätze? Befehl bestätigt. Alter Junge, halt doch die Gesabbel. Du willst mir sagen, dieser Transporter nimmt AATs. Aha. Brigade in Bereitschaft. Ja, hier, die kennt man ja schon. Ich bin mal gespannt, ob die endlich mal mit diesen Torpedos unten schießen können. Aufbau beginnt. Ja, wir bauen mal hier so ein bisschen was auf noch. Ah, wir sind sogar schon gleich Text. Wir gucken mal ab Textstufe 3, was wir bauen können. Ah, das können wir noch nicht. Ich kann nicht mal überfahren. Lol, AT. Ah, ne, ATHE.
Nicht mal ATT. Sieht aber aus wie ATT, ey. Geht drauf, ja. Und einfach verschwunden. Ach ja, die guten alten Fehler. Also Fehler ist ja nicht, aber... trotzdem nicht. Oh, guck mal, Ahsoka. Oh, was ist das denn hier? Walk Advance. Die hätten irgendwie voll viel aus, die Republikaner. So. Was haben wir denn hier so Feines? Hyäne sind das, ne? Fighter-Baracke? MDO-Factory? Aha, wir können auch Gebäude bauen. Okay. Ja, alles so. Ach so, ist einfach so. Ich wollte gerade sagen, hey, wir haben eine Sensoranlage und wir können gar nicht die ganze Map sehen. Ja, mal gucken. Mich interessiert Fighter Tank, okay. Aha, da, du kannst meine Soldaten überlaufen oder was denn alle sterben? Aber mein Panzer nicht, kann die nicht überfahren, ne? Ach mal, das ist Ahsoka. Da ist schon tot. Ey, die kann sich heilen. Wir haben Ahsoka getötet. Boah, es wird Anakin sauer. Geben Sie mir nur ein Ziel. Okay. Panzerbrigade bereit. Ja, das sind alles aus Clone Wars, ne? Die Panzer. Ich kenne die Standardpanzer. Ja, wir verkacken gerade ziemlich die Bodenschlacht, aber naja. Magna-Wachen, ne? Ja. Wir haben einen Bauplatz. Jawohl. Wisst ihr was? Ich will noch eine Sache gucken und dann gucken wir uns noch eine andere Bodenschlacht an. Ich will mal gucken, ob es hier was Besonderes gibt. Nur Standardgedöns. Gut. Rebell Resource Pad. Okay. Es waren zwar keine Rebellen. Ja, wollen wir noch eine Bodenschlacht angucken? Ja, wie ihr gesehen habt, ich weiß nicht, wie man die Helden machen kann. Also hier. Die YouTube-Helden, also so wie mich oder andere. Ich weiß noch nie, was Land Control ist für ein Spiel. Das habe ich noch nie gespielt, ne? Wahrscheinlich so, dass man so Punkte halten muss. Wollen wir mal machen? Wir gucken mal. Wir machen einfach mal auf Master hier überall. So, und wir nehmen... Ob das macht, das will ich jetzt mal wissen, ob das Imperium oder so dann auch auf dem Boden so eine zweite Basis bauen kann? So wie im Weltraum? Das interessiert mich gerade mal. Galaktische Republik? Ja, kann man, ist das ein Spiel gerade gegen Galaktische Republik? Ist mir jetzt Wumpe. Ey, die sind einer zu viel. Ja. Control Point Domination. Ja, echt Herrschaft, so ein bisschen, ne? Wie aus Call of Duty. Gucken wir mal gerade an, das habe ich glaube ich noch nie gespielt, diesen Game-Modus. Land Control. Melde mich wie befohlen. Schon unterwegs. Tech-Aufrüstung läuft. Erwarte Befehle. Geschützturm wird gebaut. Meine nicht, ja doch da, Turbolasertürme. Jetzt ist die Frage, welche Land Control müssen wir denn nehmen hier? So, die kann man ja auch mit hier Jägern wahrscheinlich rüber, weil wir basen direkt nebeneinander. Konstruktion abgeschlossen. Bereit. Wir rücken vor. Ja. Konstruktion abgeschlossen. Ja, jetzt scheiße, ich dachte, man konnte eine zweite Basis bauen. Aber Bodenschlachten spielt ja auch kaum einer, ne? Aufbau läuft. Ja, Sir. Sofort
Oh lol, hier ist eine Panzerfabrik. War die im Original auch schon? Wir haben eine verlassene, schwere Waffenfabrik erobert. Wusste ich gar nicht. Ich wusste jetzt nicht, ob in dem Nahspiel auch von ist. Tech-Aufrüstung abgeschlossen. Guck mal, wo sind die Fabriken? Ja, alles Standard. Können wir echt keine zweite Basis bauen? Ja, dann brauchen wir das ja gar nicht machen hier. Wenn da nichts Neues ist, brauchen wir uns das ja gar nicht erst angucken. Ich zeige euch jetzt hier noch die, die Fraktion hier. Ja, also die alte Joden-Armee. Die gucken wir uns noch an. Und da würde ich sagen, reicht das auch. Ich bin bestimmt schon eine Stunde. Sturmtrupp meldet sich wie befohlen. So, bauen mal ein paar Türme hier. Aber ihr seht, das ist so mehr menschlich gehalten hier, obwohl diese Gebäude hier überhaupt nicht passen. Das ist immer kacke, man weiß nicht, was jetzt hier welches Gebäude ist. Als Kaserne. Wir wissen eure Credits zu schätzen. Ja, so. Ja, kann man halt mit menschlichen Waffen, aber ich kenne die Waffen echt nicht. Also halt. Wie schon gesagt, mehr mit Erde. Mehr mit Erde. Also hier, ja, ihr wisst, was ich meine. So. Kampfbereit. Wir haben eine Landezone. Konstruktion abgeschlossen. In Ordnung, Männer, in Deckung. Melde mich wie befohlen. Feuern, wenn Junge, schieß, Mann. Ja, einfach mal, wollte einfach mal ein bisschen gucken hier. So, bauen wir eine Mine natürlich, wir brauchen Geld. Aufrüstung läuft. Gebt uns das Signal. Flammenwerfer, Field Commander, Infanterie und Raketenskott, okay. Werden angeworben. Ja, der Juggernaut haben wir und. Ist eigentlich ein russisches Fahrzeug oder nicht? Ja, also so wirklich so, was man auch als Mensch benutzen würde. Da ich werde noch Panzer kommen und Hubschrauber. Na, ich darf nicht spoilern. Spoiler mal nicht. Sturmtrupp meldet sich wie befohlen. C3PO kommt. Kennt ihr noch den Mod World Escalation? Da gab's ja auch mit Menschen und Flugzeugen und sowas. Wir haben einen Bauplatz. Was für mehr Vorräte, Mann? Du bist gerade 2 Meter oder so gelaufen. Irgendwelche Befehle? Wir stehen jetzt in Position. Wir sind kampfbereit. Ah, guck mal, das ist C3PO. Bewegungsbefehl bestätigt. Erwarte eure Befehle. Nicht entkommen lassen. Konstruktion abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, wo man die überhaupt auf dem Boden baut. Die können irgendwie Sachen hacken, ne? Aber sonst... Das sind die jetzt auch nicht so geil, diese C3PO und R2D2. Aufrüstung abgeschlossen. Ja, hier Ionen gibt's natürlich noch, hier seht ihr. Ihn gibt's noch, aber leider gibt's irgendwie unsere Sachen nicht mehr hier. Abgeschossen. Hier, die aus Schiff... Ich habe mal gesehen, das ist aus... Jetzt gucken wir mal an, was das hier heißen soll. Fighters Barrack. Ja, hier habe ich ja schon gesagt, Panzer und Hubschrauber habe ich ja vorhin schon ein bisschen gespoilert. Jon gibt's noch, aber leider mein AT-AT gibt's nicht mehr, den ich mal hatte, diesen schönen großen. Gibt's leider irgendwie nicht mehr. Finde ich echt schade. Wir haben eine Landezone gesichert. Setze Kurs. Baracke hieß das doch, ne? Aufrüstung abgeschlossen. Bereit. Oh doch, jetzt kann ich. Sofort. Adoptiert sogar als Flugzeug. Willkommen, Sir. Wir werden euch unterstützen. Willkommen, Sir. Er ist dein Feind, Mann, du Lappen. Was redest du für einen Quatsch? C3B Ende. Wählt eure Verstärkung. Sofort, Sir.
Keine Verstärkung mehr. Melde mich wie befohlen. Können wir ein bisschen wieder Gemetzel jagen. Ich habe mal gesehen, dass bei einer gewissen Sache, das war kein Mod, aber da blieben die Leichen liegen. Ich weiß nicht, wie man das einstellen kann. Hey, wo ist mein Hubschrauber? Hier ist der Bolzer. Schießt du mit Massentreibern, ne? Habt ihr gesehen? Also mit dem Schusseffekt vom Massentreiber. Hier ist der Helikopter. Ein Apache ist das, ne? Verstärkungsposition. Einheit wird produziert. Also ich finde bei der RF-Eskelle, bei RF-Defern hätte er mehr Bodentruppen reinmachen können. Weil ich finde, es gibt so viele verschiedene Fahrzeuge bei der Erde. Gebt euch die Hände. Hab ich damals immer verstanden. Nicht T2B Ende, gebt euch die Hände. Übrigens, Huttenkastellkorn. Ist echt lustig, dass bei jedem Mod irgendwie nie dran gedacht wird, hier bei denen mal was reinzubauen, beim Huttenpalast irgendwas Besonderes, ne? Guck mal, die machen so, so einen längeren Schaden, ne? Panzer mit Schilden, sehr erdlich. Ja, guck, hier gibt's nie was Neues. Pirate Speeder oder hier das auf dem Boden, aber sonst. Aufrüstung läuft. Aber Base Factory. Kenn ich jetzt gar nicht. Bauen wir einfach mal ein bisschen Zeug hier. Ich meine, viele Sachen kenne ich ja selber noch nicht. Aufrüstung abgeschlossen. Okay. Ach so. Ach so, man kann noch eine Fabrik machen dann einfach. Geh mal einfach da rein. Ich will mal gleich gucken, diesen Sensorpot. Weißt du was, wir bauen einfach eine zweite Mini hier hin, dann kriegen wir mehr Geld. Der hat gar keine Tür mehr gebaut. Ah, Spawn killen wir den ein bisschen. Konstruktion abgeschlossen. Da guck mal, wie viele Schüsse daneben fliegen. Ich will mal wissen, ob das der normale Sensorpot ist, den man kennt. Das lebt noch hier, ne? Ja, genau. Kriegen wir echt wenig Geld. Zwei Minen hoch aufgerüstet und zwei von diesen Ressourcenanlagen. Gebäude wird errichtet. Konstruktion abgeschlossen. Ach, tatsächlich, das ist das, was man normal kennt. Mobile Base. Mobile Shield Unit. Enforcement Point. Double Laser Tower. Okay. Aber es ja auch nicht mehr gibt, ne? Sternzerstörer und sowas auf dem Boden. Ist mir gerade eingefallen, das gab's ja auch noch. Tower Air. Gebäude wird errichtet. Okay. Wisst ihr, erinnert ihr euch noch? Super Sternzerstörer und sowas, was man auf dem Boden bauen konnte. Konstruktion abgeschlossen. Okay. Ja gut, man kann den halt nicht zwingen, irgendwas anzugreifen. Shield Base. Base Factory 1, okay. Ja, gucken wir einfach so ein bisschen rum, was das hier alles ist, genau. Wow, da passiert mal was. Irre. Ah, haben wir. Mal gucken, ob die Rebellen ein paar Humvees zerstören können. Oh, Han Solo und Chewbacca. Oh, jetzt geht's ja mal richtig los hier.
Command Center, Barracks, Fifth Empire Build Pad. Okay. Wollen wir Joden bauen gleich mal? Na warte, wir gucken mal ein bisschen, was denn noch so ist. Ey, das kostet alles Einheitenkapazität. Ach so, lol. Und das ist doch nur gegen Jäger dann, ne? Guckt euch das. Guckt euch diese Lebensmüden mal an. Komm, guck mal so. Guck mal jetzt mal Joden an. Man schwebt so ein bisschen wie so ein Senkrechtstarter, ne? Ist das seine richtige Stimme? Ist das nicht Starkiller? Er hat Starkiller einfach. Was haben wir hier? Force Protect? Force Push. Ah ne, ich glaube, das ist wirklich Starkiller sein. Was machst du denn da? Ich fand so Helden und so immer schon komisch. Mit Lichtschwertern. Das wollte ich noch gucken. Das können wir noch an, dann reicht das für heute. Was ist das denn hier? ...30.000! Rebel Build Site, Cheat Generator X1... Also das will ich jetzt mal gerade sehen, was das schon da macht. Wollen wir gerade warten? Ich will mal sehen, wie, ach, scheiße. Also ich will schon mal sehen, wie der 30.000... Oh, Entschuldigung. Hä, was ist das hier? X2 Squad? Ausbildung läuft. Ah, X2 kenne ich, aber... Jawohl. Gebt uns das Signal. Aufrüstung abgeschlossen. Charlie Corbin X2 from the X2 Elite Squad. Wir sind dran. Ist das nicht hier dieser einer, der YouTube-Videos macht? Ja, ne? Er ist also drin, aber so mein Anti-Team und sowas gibt's nicht mehr, oder was? Das ist ja Abfuck. Oder gucken, wir gucken gleich mal die. Wir können aber gleich noch die Mann! Von denen die, die Einheiten im Raum angucken, so, meine Güte. Oh, T4B-Panzer. Nein, nein, nicht jetzt hier noch drauf gehen. Ich will gucken, was der hier macht. Boah, wie groß ist denn der? Warte. Alter.
Guck mal, geht da um die ganze Karte, der Schildgenerator? Alter, das ist ein Riesenteil. Ist ja witzig. Machen wir noch eine Raumschlacht. Custom Maps. Ja. Gucken wir uns noch eine Raumschlacht hier an von... Von Earth Collision und dann gegen... Fangen wir mal gegen das Konsortium. Trinken wir mal einen Schluck. Mal. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Bestimmt bald 2 Stunden. Ah, die Map hatten wir schon. Ne? Ey, der hat schon beide Upgrades gekauft, Junge. Ich wollte auch kaufen. Ja, die kann man. Die hatte die roten Arme hier auch früher. Diese. Wie heißt das hier? Dieser Fighter. Was hatten die nochmal auf Stufe 2? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe sie einmal gespielt. Ach ja, hier, den kennt man ja noch. Longhorn Cruiser. Captain. Einheit wird hergestellt. Allianz Normandie. Fighter, okay. Ihr braucht ein dickes Geschütz. Ja, hier kann man ja auch schon. Der ist nur ein bisschen kleiner hier geworden, wenn ihr den noch aus Yolen Army kennt. Der ist nur ein bisschen kleiner hier. Aber manchmal wünsche ich... Warum gibt es eigentlich keinen Mod, wo man einstellen kann, dass die Raumstation schon direkt Stufe 5 wäre? Das wäre viel lustiger. Wenn man Bock hat, jetzt so mal die ganzen Einheiten zu gucken, jedes Mal muss man erstmal die Raumstation aufrüsten. Ja, mach was ihr wollt, mir ist es gerade wumpe. Hauptsache, er macht ein bisschen Theater. Wir brauchen nicht nur Hilfe, wir brauchen noch mehr Geld. Okay, das macht schon Jai. Ja, komm. Bisschen Einheiten bauen. Ah, ich glaube, wir bauen mehr davon. Ah, du schießt ja gar nicht richtig, du fährst nur durch die Gegend. So, ich glaube, das ist so ein Teil gegen Jäger einfach nur. Kann ich mir zumindest. Ja, es ist ein Korvette gegen Jäger. Orbitalkommando verfügbar. Ey, genau den meinte ich. Warum auch immer der. Ah, ich habe den schon mal, glaube ich, gespielt. Oh, komm, warum nicht? Einheit wird hergestellt. Ja, kannst du ruhig drauf gehen, ist mir egal. So, den anderen heben wir mal auf, als wir den gleich brauchen. Einfach so. Ich finde die Antriebe viel zu groß, dieses Leuchten hinten, ne? Guck mal, das ist irgendwie zu groß. Dieser Lichteffekt, meine ich. Ich finde, man hätte diese Helden. Ah, genau, hier kann man auch noch sehen. Ja, hier Standardzeug, dann habe ich hier das hier. Okay, hier ist wieder Extru, ne? Und den hier. Den kennt man ja auch schon. Man hätte doch die Helden hier machen können, für alle Fraktionen zugänglich. Meldung wird entschlüsselt. Ultra ist sehr riskant, die zu kriegen. Weil die Raumstation schnell neutralisiert oder zerstört werden kann. Aber naja. Seht ihr, guck, jetzt kann ich nämlich das Schiff nicht mehr bauen, weil die Raumstation neutralisiert wurde. Also auf neutral umgestellt wurde. Naja. Achso, wir haben ja den hier fertig gebaut.
Koordinaten empfangen, wir sind unterwegs. Fahrzeug wird. Ja, sieht ein bisschen anders aus, ne? Waffen aktiviert, erwarten Befehle. Der Turm, also der Kopf ist hier klein. Ey, da ist doch das Logo von Zen-Konsortium drauf. Koordinaten empfangen, wir sind unterwegs. Regatte in Bereitschaft. Haben Feind erfasst. Orbitalkommando. Na, ja, immer noch Stufe 5, Mann. Auf Kampfstation und bereit. Hä, gegen wen kämpfen? Ach so, gegen Zen-Konsortium, genau. Guck, die haben auch ihr Standardzeug, nur mal. Sie sagt, der hat einen Hangar, okay. Bei den anderen Schiffen wurde einfach nur Hangar einfach reingepackt, das war's. Irgendwie ganz lustig. Ja, mach doch mal hin, Mann. Das ist so mit Vorspulen dauert das so ewig. Jeden Moment. Feuer. Regatta unterwegs. Zu Befehl. Aufrüstung. Hallo. Ja, Sternzerstörer kann man übrigens auch. Das ist aber ein Spezialsternzerstörer. Zeige ich euch gleich, was der kann. Empfange Nachricht. Aufrüstung läuft. Ah, mein Rücken. Aufrüstung. Boah, morgen geht's wieder arbeiten. Oh. So. Station wurde aufgerüstet. So, hier haben wir den. Guck mal, der kostet auch nur 5300. Melde mich, wie befohlen. Ein Stealth ist das hier. Stealth Star Destroyer. Hier, der kann. Tarnmodus aktiviert. Schon unterwegs. Ja, kennt ihr vielleicht schon. Es gab schon anderen Mods, auch so einen. Und der TIE Defenders dabei. TIE Phantoms. Können wir übrigens hier auch noch verlängern. Ich weiß gar nicht, was hatten die noch an Großkampfschiffen? Mal gucken hier. Sternzerstörer in Bereitschaft. Machen wir alles hier mal. Auf Kampfstation und bereit. Welche Schilde denn? Achso, diese kleinen Schiffe. Frequenz offen. Erwarten Flottenbefehle. Fregatte unterwegs. Fregatte ist unterwegs. So, schön. Was hatten die nochmal haben? Ich glaube, die haben. Ah, können wir nicht sehen gerade. Sternzerstörer hier. Unterwegs. Eigentlich schon lustig, kannst du davon 5 bauen oder so, machst sie unsichtbar, kommst sie runter, mach Raumstation kaputt, fertig. Station bereit. Irgendwie auch schon unfair. Ja, Commander. Erwarte Befehle. Greife den Gegner an. Positionsänderung. Gib mir, komm, gib mir Stufe 5. Du geben mir Stufe 5. Unser Hauptantrieb wurde ausgeschaltet. Oh Junge, dann mal los. Sieht so aus, als würde mich das jucken gerade, Mann. Ich hatte gehört, die waren OP, ne? Hab ich gesehen. Oder ziemlich stark. Mal gucken. Mal gucken, was die nochmal drauf haben. Selbstzerstörung. Ich glaube, das war das, was ziemlich überpowered ist. Haben wir irgendwas, wo wir es testen können? Aus der Raumstation. Machen wir das mal hier. Alter, habt ihr die Explosion gesehen? Boah, die sind ja richtig überpowered, Alter. Selbst zerstören. Aufrüstung abgeschlossen. Gebäude wird errichtet. Einheit gelöscht. Gab's nicht früher auch schon? Ich glaube, die gab's in anderen Ionenmod auch schon. Alter Junge, die sind ja richtig overpowered. Heftig. So, hier, das kennen wir schon, die Golan-Station, aber das wird nur das gleiche sein wie bei der Asteroiden-Plattform. Gegnerische Raumstation wurde aufgerüstet. Also, wirklich so geile Sachen sind bei der Earth Collation jetzt auch nicht. Ah, das war ein anderes Schiff. Er hatte früher mal so ein Sith Destroyer. So ein
ein anderes Schiff halt. Unser Hauptantrieb ist ausgefallen. Ja. Ich habe mal gesehen, gelesen, dass das Schiff aus, einer der Schiffe aus Sins of Solar Empire sein soll. Habe ich nie gespielt, kann ich nicht sagen. Wählt eure Verstärkung. So schnell wie möglich. Das kam nicht klar an. Bitte wiederholen. Ja. Eure Befehle? Meldung wird entschlüsselt. Komm, wir beenden das Spiel jetzt. Sehr fair und nicht overpowered. Euer Befehl, Sir? Ah. Oh, könnt ihr mich nicht mehr sehen. Okay, das ist doch Starkillers Sprache. Ich dachte aber erst gedacht, das wäre wirklich seine Stimme, aber. Bisschen so wie mein Schiff, ne? Was so extrem geschossen hat dann. Nicht unbalanciert, ne? Wie teuer war jetzt Joden? 5000? Ich glaube, das wird ein neues Meme, wenn ich Joden-Mod spiele. Ach ja. Ach, dieser Scheiß-Bug. Oder nicht Bug, sondern einfach Kacke gemacht. Ey, der hat ja auch einen Hangar, Junge. Jedes Kackteil hat jetzt einen Hangar. Du kannst Minen einnehmen? Ist ja witzig. Was? Alpha wie geschützt zerstört? Was? Laberst du für einen Quatsch? Hier ist das Hyper wie geschützt. So, jetzt werden wir sehr fair gewinnen. Also das wird jetzt sehr sportlich werden. Scheiße, ich kann nur 3 holen. Also, ne? Ich weiß gar nicht, wie das Station bereit. Also, ja. Roger bestätigt. Positionsänderung. Ne? Sehr sportlich werden wir jetzt gewinnen. Das ist bescheuert. Ey, er lebt ja noch. Ach ja, war der unsichtbar. Tschüss. Ein Blob. Wohin da? Alter, ist das overpowered. Orbitalkommando verfügbar. Station bereit. Dafür habe ich gar kein Geld für Frister dann. Wollen wir den mal? Ah, ich glaube, so viel Credits komme ich nicht mehr. Da drüben. Sie haben die Turbolaser erwischt. Geschwader. Mach ich meine eigenen Einheiten auch damit Schaden? Unsere Raumstation wird angegriffen. Kam mir so ein bisschen gerade vor. Nein, die haben meine Mine zerstört. Ja, komm, das ist egal, das reicht jetzt für mich. Oh, ich wette, ich habe jetzt... wie habe ich die verloren? Feuert. Ja gut, ich würde sagen, das reicht jetzt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ihr habt jetzt ein bisschen meine Meinung gehört, so über den Mod. Also ich finde Joden Mod 2018 besser. Also das war irgendwie cooler. Ich mochte mehr diese Massenschlachten mit so richtig vielen Schiffen. Das ist ja jetzt ja einfach nicht mal so krass. Irgendwie, ja. Ja. könnt ihr schreiben, was ihr meint, wenn ihr wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut.